So, Freunde, heute bin ich wieder mal bei meiner Freundin und da habe ich auch einige Tabak mitgenommen, zum Beispiel den Adaya The Two Apple Mint. Den habe ich ja auch aus der Schweiz von Shisha König. Ich mag ja den Alfacher Doppelapfelminze sehr, sehr gerne. Und jetzt möchte ich den mal probieren, ob der eine Alternative dazu ist. Vielleicht habe ich auch schon einen Kopf damit gebaut, wer weiß. Aber ja, ich baue schnell den Kopf hier im Zeitraffer und dann zeige ich euch, wie immer, wie ich das hier gebaut habe. So, der Kopf ist nun fertig gebaut, eigentlich wie immer, muss ich jetzt nicht mehr groß zeigen. Viel wichtiger ist bei dem Tabak hier der Geschmack, wie der schmecken wird, ob der an den Alfacher Two Apple Minze rankommt oder Two Apple Minze. Und ja, dann spanne ich gleich die Alufolie drüber und dann sehen wir uns auch schon wieder beim Fazit. So, dann komme ich auch schon wieder zum Fazit. Entschuldigt meine Stimme, die Allergie kickt gerade wieder richtig rein. Sehr, sehr unangenehm auf jeden Fall gerade wieder. Aber ja, kommen wir zum Tabak. Sehr, sehr lecker. Also ich mag ja persönlich sehr gerne Doppelapfel mit Minze oder generell Kühle drin. Und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Also der Doppelapfel ist wie vom Adaya The Two Apple sehr, sehr lecker und dann noch eine schöne leichte Kühle dazu. Wie gesagt, ich habe das aus der Schweiz. Also die Deutschen müssen da wahrscheinlich irgendwas selber zusammen mixen, weil es ja die Minze Flavor nicht mehr gibt in Deutschland. Aber ich denke, ihr werdet das sicher auch eine Lösung finden. Und ja, dann war es auch schon für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch. Wir sehen uns morgen wieder.